Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Anstoß 3. Wir sind wieder zurück bei unserem Portsmouth United, Portsmouth FC, und mit mir dabei der Joker. Hallo, und ich bin schon wieder auf 100%. Hallo, Jokel hallo. Hat sich gerade eine Folge angeguckt, Anstoß. Ganz gehypt. Was war denn nochmal? Mit Egglestone, Cartman und Co. Die Kombi. Und Ozzy Osbourne. So, jo. Das nächste Spiel gegen Coventry City steht an. Derby haben wir ja keins. Ob wir die Aufstellung gemacht haben, wissen wir nicht mehr. Ja. Schon eine Zeit lang hier. Coventry, okay, na dann. Legen wir einfach mal los. Jo. Jo, Bro. Der Gegner war gerade 20 Punkte schlechter. Ich habe nicht geguckt. Ich glaube, irgendwie so 55 hoffentlich war es was. Kommst du dritte Vorstellung? Nee, gleichwertig ist scheiße. Oder irgend sowas wie, wir werden heute offensiv spielen. Wo steht das? Wir werden heute offensiv spielen? Besonders die Offensivabteilung ist heute gefordert. Oder wir werden heute offensiv spielen. Besonders die Offensivabteilung ist heute gefordert, wenn es in den letzten drei Spielen weniger als 4 Tore erzielt wurden. Okay, das wäre auch interessant. Haben wir, glaube ich, aber nicht. Und wir werden heute offensiv spielen? Das ist da drunter, da muss ich umblättern. Bedingung? Keine Bedingung. Okay, passt. Die entsprechende taktische Einstellung wird gewählt. Perfekt. Plus 2%. Ihr könnt euren Arsch ruhig nach vorne bewegen. Bei uns kassiert keiner einen Haufen Geld, nur damit er in der Abwehr rumhängt. Ach, die Abwehr soll... Motivationsfähigkeit lässt zu wünschen über. Hier auch, die Abwehr soll kräftig mitmischen. 20 Punkte, 55. Schiri Härte 3, okay. Rikoch Arena. Tim Henman. Apropos Tennis. Gibt's auch keine Abwechslung. Da haben sie wohl, wie es aussieht, nicht so viel untergebracht da in dem... What? Nehmen wir da Menzel, der Schlüpper Johnny, der Henman. John Major. Ed John. Und. Natürlich gesehen. Und Thomas Gottschalk. Aber der war schon einmal. Ja. Gott schießt direkt. Flatterball! Tor! Nice! Elftes Tor, Potzi. Ja, das ist super. Mal kurz in die Luft rum. Mit der Nase auffangen. Tor! Nein, Scheiße! Nein. Ich hab noch ein Tor gelesen. Das ist unser Torwart. Nicht so viel Quatsch machen, Jungs. So. Auch da draußen, die Trainer. Packt eure Gummis wieder ein. Potzi loben. Tja, und ansonsten. Einsatz mehr. Rau passt eigentlich bei dem Typi. Pressing. 120% vielleicht. Und antreiben. Mach einfach hau. Hause in die Socken. Aber die annehmen. Also? Ja, die Suppe trifft. Ja, mein Mann, mein Junge. Da war jetzt gar kein Torjubel dabei. Was soll denn das? Sumudokil sucht Mr. Wilson abzuspielen. Dann haben wir sonst noch Tony Christie ist auch mit dabei. Und Clarky. Clarky. Der Fleck muss weg. Clark Liswold. Der setzt seine Grätsche an, aber ohne Erfolg. 90. Achso, ja, 90. Batschow ist gut, ja, Batschow, komm. Oh Mann. Nix mehr gewohnt. Do Kill.
Ja, Mr. Wilson vorbei. Lalala. Das ist Ball halten. Geld durchkommen. Spielende. Juhu. 12. Spieltag. Ist das der Kirkop? Kirkop? Kirk? Alter, leicht neben. Kirk up! Baby Kirk up! Echt? Sofort? War auf? Nice. Sitter, Preston, North End, Blackpool, alle 22 Punkte. Bournemouth nach vorgekommen. Auf den zweiten Platz. Torschützen, also mit dabei. Super, mein Mann. Yeah, Klatsch. Keiner der Elf des Tages dabei. In Chesterfield und ich konnte wieder nicht sehen, was der für stärker ist, was für ein Schiedsrichter, Mann. Jugendspiel abwehren. Das war wichtiger. Den neuen Rekord aufstellen, 3 Spiele in 30 Minuten, ich merke schon. So, hast du es eingeprägt? Was habe ich mir eingeprägt? Gegen wen es geht? Arbeitet wie ein Besessener, Ja, und da hat die Stärke und alles, was du da gucken wolltest. So. Naja, dann können wir im Spiel jemanden ausgewechselt. Dann können wir eigentlich auch jetzt auswechseln. Juxer, also Schlawiner, Wahnsinn. Juxer, kein Tor geschossen gerade, oder? Da würde ich sagen, der muss raus. Aber wer? Ja. Komm für ihn. Wiesen war Bennett. Wiesen war ja noch nicht so überzeugend. Aber Bennett nur noch nicht, wie ich gerade gesehen habe. Bennett ein Tor, Reason noch ja nicht getroffen. Und dann bringen wir mal Reason rein. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich glaube diesmal auch mit dem Nachbarn. Ding Dong! Wir könnten dann in der Innenverteidigung auch mal wieder Radoja bringen. Ja, gegen Chesterfield, glaube ich. Und Rajkovic. Unsere Serben-Kombi. Potz Gelbsperre droht, ja, da muss er durch. Also wir haben ja nur noch auf der Tribüne. Painter ist verletzt. Und auf der Tribüne? Gala. Die sind ja momentan nicht aufgestellt. Das nennt sich Bank. Achso, das blaue ist Bank. Das meinst du? Okay, gut. Tribüne. Okay, ja, gut, hast recht. Vergesst, was ich gesagt habe. Schnauze. Das sind alle die, die am Spieltag dann rumdödeln dürfen und auch Kaugummi lutschen. Trainer, ihr habt nichts zu tun. Ey, Trainer, Sie sind scheiße. Wer hat das gesagt? Raus! Der hier neben mir. Das hat überhaupt gar nichts gesagt. Krieg überhaupt nichts mit. Einzeltraining, Rajkovic. Ja, da muss mehr kommen. Da mit 8, sonst lasse ich dich doch nicht spielen, du Sacknase. Sacknase-Saugesicht. Du Wollknall Sockenbad. Das sind wieder wer andere. So. Ab 11 konnte man loben, oder? Glaube ich. 10 kann man nur quatschen. Bitten, dass es besser wird. Jetzt spiel doch einfach besser. Du dumme Sau! Der Trainer, böser Trainer. Du kannst das. Mich so zusammennähern. Jetzt sag ich dir noch was. Jetzt! Du bist dran. Mein Co-Trainer hat euch was zu sagen. So eine hochrote Birne und dann kurz vorm Platzen. Jetzt geht's los! Ich scheiß euch zusammen! Und jetzt trau ich mich nicht zu sagen, Co-Trainer, bitte! Willst du das mal? Immer die Sätze zu beenden. Ihr seid so richtig blöde Ficker! Oh. Strunz-Dobel-Kicker! Okay, es ist unter 20 Punkte jetzt. Der Abstand zu Chesterfield.
Ach stimmt, wir könnten mal gucken wegen den Toren, wie viel wir jetzt geschossen haben in letzter Zeit. Ob da jetzt Pokal oder Liga auch dazu zählt, weißt du was? Aber es... Wir haben sowieso mehr geschossen. Schade. Also gut eigentlich, aber... Okay. Wir ansprachen sowieso mal so einen Erfolg hatten bislang. Wahrscheinlich auch so nehmen. Das ist die Hauptsache. Persönliches Gespräch. War ganz in Ordnung. Bist der beste Mann. Da. Schwelten Titten. Fühlt sich als. Weil die Kniere einer ihrer jüngsten Spieler fühlt sich als Außenseiter und findet keinen richtigen Kontakt zur Gruppe. Er kann deshalb zur Zeit einfach nicht seine normale Leistung zeigen und verliert 3 Motivationspunkte. Ist das nicht schon der gewesen, der seine Freundin da auf was war? Ich weiß nicht, ob es Kedira war, ich glaube nicht. Ja. Aber wäre natürlich geil. Da war Kedira derjenige, der irgendwie vom anderen Spieler auch noch angeschissen wurde. War da nie irgendwas war da mit dem. Ich weiß nicht, ob es Kedira war, irgendwer anderer, glaube ich, war das, der einen alten Spieler da mal angekackt hat, gesagt, seine Zeit ist vorbei und dann gab es deutliche Worte. So, Real Sociedad und Neapel in Gruppe 1 weiter. Sporting Lissabon und Real Madrid. 6 Spiele? Unentschieden. Stimmt, ey, 8 Punkte und 7 Punkte. Ne, 9 Spiele müssten es sein, oder? Ne, 6, da kommt ja dann diese Zwischenrunde. Die nächsten okay. Runden. Paris, Manchester City. Dortmund hat es geschafft. Fenerbahce. Nicht. Scheiße. Arsenal und Marseille. Lazio und Sevilla. Brügge und Bayern. Und Menü und Gladbach. Ja, Europa League. Guck mal dann gleich. Oder? Steht dann eh gegen wen's die nächsten gehen. Grasshoppers Zürich möglicherweise haben es da geschafft gegen Stoke City. Kann aber auch sein, das ist Stoke City. Sieht ein bisschen komisch aus mit dem 6-6. Wolfsburg hat es gegen Toulouse geschafft. Milan schaut echt komisch aus. Hat es gegen Aston Villa geschafft. Und West Ham ist gegen Guimarães weiter. Ja, entlang Deutschland und England. So. Champions League Auslosung. Gruppe 1. Arsenal, Real, PSG und Dortmund. Todesgruppe. Gruppe 2 Marseille, Lissabon, Bayern und Istanbul. Gruppe 3 Real Sociedad, Sevilla, City und Gladbach. Und in der Gruppe 4 Neapel, Lazio, Rom, Brügge und Manchester United. Das wäre besser gewesen für Dortmund, die ja, Gruppe 4. Wieso ja nicht mehr wie das damals war? Eigentlich war es schon ja nicht möglich, dass trotzdem in der Zwischenrunde auch das aus dieselben Länder aus eben Land zwei Vereine sind. Das war damals so gar nicht möglich. Also schon Betrug! Und Europa League. Wolfsburg, Alkmaar, West Ham, Sturm Graz. Liverpool noch bei durch den dritten Platz, also gegen Dnepropetrovsk. Und Stoke City ist da ausgeschieden gegen die Grasshoppers. Ja, schade. Nach Elfmeterschießen. Also noch ein deutsches Team und 2 englische, aber immerhin noch die dabei. Die haben es mit Madrid dann zu tun, die Grasshoppers. Viel Spaß. Barcelona ist da noch bei gegen Benfica Lissabon. Das ist also der ganz große Top-Favorit, würde man sagen. Und Inter Mailand gegen Aarhus. Aarhus? Aus Dänemark klingt zwar französisch, aber ist dänisch. Für den Beisler haben wir den Luzern und die Young Boys auch noch mit dabei. Ja, Schweizer sind einige mit dabei noch. Und wie sieht es in Österreich aus? Weiterklicken. Ja. Graz. Die Grazer. West Ham sucht sich mal wieder die leichten Opfer raus. Ihr Opfer. Jun Juxer hat durchschaut, dass sie nicht ganz das meinen, was sie sagen. Hä? Es klappt doch, wenn die Form über 11 ist und wenn er im letzten Mal gespielt hat. Vielleicht zu oft gelobt. Okay, ist trotzdem noch auf 100. Und da vielleicht trotzdem auch mal nicht mehr ernst. Könnte doch mal sein. Wer weiß.
Rajkovic. Okay, ja, spielt er doch nicht. Hat sich das erledigt? Reizung. Er ist gereizt. Also besauern wir seine Sturmkollegen Charles Luisen und Jux offensichtlich viel lieber miteinander als mit ihm spielen. Ja. Okay. Okay, ich glaube, wir haben gerade wieder dasselbe gedacht. Luisen und Juxer, gucken wir mal. Die Pimmelpolka tanzen. Okay, steht aber nichts da, dass er irgendeinen besonders mag oder nicht mag. Ist das aber. Und bei Allsup wahrscheinlich auch nicht. Könnte aber ein Indiz drauf sein, dass eben Luisen und Juxer im Sturm dann besser harmonieren sollten. Möglicherweise. Vielleicht, weiß. Ja. Aber jetzt lassen wir mal den Allsup da drinnen. Ja, schauen wir mal, wie doch zur Halbzeit aussieht. Dann kann man immer noch mal sehen. Okay, umgestellt haben wir. Dann können wir eigentlich loslegen, oder? Ja. Oder wir könnten Gixi auch mal wieder spielen lassen. Statt Barcem, der war auch nicht so prall. Boing, boing. Also wir haben unter 20 Punkte. Das heißt, wären auch, ich erwarte eine konzentrierte Vorstellung, ist ja zwischen 10 und 25 Punkten. Okay. Das alte Werte müsste. Oder halt mal gar nichts von sich geben. Ach. Wie geil das in Real sein muss. Einfach mal gar nichts sagen. Ich deute nur so. Auf dem Platz mit euch. Schiedsrichter Halliday. Atate 7. Ja. Victoria Beckham, die blöde Schlampe. Cherry Halliwell und Victoria Beckham. Tipp für Chesterfield. Ja, die klingen nach einer Zigarettenmarke, zu denen hin. Ich rauche ja, sonst bin ich ja so dünn. Genau, sonst habe ich überhaupt keine Ahnung von Fußball. Aber Zigaretten sind cool. Da, der Reason, der raucht ja auch, den finde ich cool. Der Co-Trainer da unten, der qualmt ja wie ein Schluck. Wut, Wut, Alter, das ist Wut, du blöde Kuh. Also, er fliegt über die eigenen Füße, das war der Gigs, oder? Ja, schön. Das Alter macht sich bemerkbar. Wo ist der linke, ist der richtige Fuß? Gigsi. Gigs. Wow. Irgendwas hat er sich auch nicht zugetraut, oder? Stand da vorne. Supi. Also, der traut sich was zu. Supi! Der suppt ja! Vorlage Ryan Giggs. Guck drüber so zu Juxer. Na, guck an, du blöde Sau. Ich kann's ja doch. Auch wenn du mich nicht magst. Tops. Thompson. Okay, passt. Reagiert blendend und hat ihn. Wird geblendet und fällt ihn. Kann nicht sein! So, Ecke Gigs. Und dann haut sie ihn auf die Fresse. Dann haut sie ihn auf die Fresse. Weißt du was, Gigs? Der Kaugummi fliegt genau vor seine Füße. Hurra! Eto, können wir mal loben mit seiner Glanztat? Sehr stolz. Was? Ich hab dich gerade nicht so verstanden akustisch. Joker hat ein neues Headset auch. Was? Gib's doch noch mal ein bisschen mehr zu deinem Mund. So. Reason mit einer 4. Und noch weiter spielen lassen. Wie lange hat jetzt Wallace? Hat er im letzten Spiel schon? Ich höre dich gerade echt mies. Die Verbindung? Wallace, hast du gesagt? Okay. Wie lange hat Wallace jetzt schon gespielt? Schon einige Zeit. Mal bringen oder unter? Ja, können wir machen.
Okay, passt. Und machen wir einfach mal weiter. Zanetti! Schrut? Ich bin Schrut! Adel! Wen gibt's denn sonst noch? Abseits. Einen Brotkopf? Ein Seitverzieher, aber schießt sich auf falsch. Gefährliches Spiel! Und Julia Roberts! Julia! Lauter gelbe Karten, ne? Du kriegst gelb und du auch und einen habe ich noch. Der Torhüter vor allem von dem hat gelb bekommen. Pass nach rechts. Abseits. Ach, Linienrichterficker. Für den soll es auch gelb geben. Rot, runter, dann mach ich das. Ich hab da allein vorbereitet. Boah, noch mehr Speed. Aber weil du bist doch gut. Das ist gut. Das gefällt Papa sehr. So. Naja. Graupenvorstellung. Aber der Beckham haben wir es gezeigt. Al-Supi. Al-Supi mit der Supi. Schön. Nach wie vor erster. Erster Platsch. 3 Punkte vor Bournemouth und Exeter. Ja, die haben auch gewonnen. Bournemouth. Wir schützen Al-Supi mit 6. Ja, der macht sich. Will ich vielleicht doch für einen anderen dann hergeben. Vorher habe ich überlegt, den dann wieder zu verleihen vielleicht, wenn wir eben so viel Stürmer haben. Aber derweil, nicht schlecht. So viel Stürmer. Der trainingsfaule Geldgeier. Toller Trainer. Ja, so einen tollen Trainer. Mein Geldgeier ist dann eh egal, wenn er mal einen Vertrag hat, glaube ich. Es ist immer nur schwer, den zu verpflichten. Außer es kommt halt dann hier und wieder, hier und da diese Meldung. Oh, wünscht sich mehr Geld oder hat rausgefunden, dass der und der irgendwie mehr verdient. Mhm. Stimmt. Aber ich glaube, das kann bei jedem passieren. Es ist auch schon oft bei denen passiert, die kein Geldgeier waren. Nächstes Spiel gegen Fleetwood Town. Obita können wir dann vor Beginn anbringen. Und wen wollte ich denn noch austauschen? Khedira zum Beispiel. Wenn es da gerade nicht so gut läuft, wenn ihm da irgendwie alles davon läuft. Alle gegen ihn sind. Das Team voll. 90. Ja, dann werde ich ein bisschen aufbauen. Spreche ich gleich zweimal mit ihm. Die ganze Woche nur mit ihm. Komm her, mein Babyfilm. Nee. Ikovic besuchen. Sehr brav, guckt an. Alle arbeiten wie die Besessenen. Kann man es gleich lopen. Hier, ich habe euch ein gutes Mittelchen mitgebracht. Teufel besessen. Schau vor Mund. Aber nicht alles auf einmal ausschlabbern. Guter Stoff. Ordentlich optimal. Aber schön, der Gewinn ist auch supi. Ja, supi. Denk mal durch ein Heimspiel immer. Irgendwann plus. Jetzt haben wir gerade wieder 700.000 bekommen, die ich gesehen hatte. Nice. Zahlt sich dann immer aus. Da können wir dann wirklich bald wieder wen kaufen. Okay. Wie weit sind wir in der Folge? Klappt noch ein Spiel? Minütchen hätten wir noch. Zumindest die Woche könnten wir noch zu Ende machen. Ja, quatsch mal durch. Haben wir eigentlich schon? Waren wir wieder beim Italiener irgendwann? Wollen wir wieder zum Italiener? Haben wir schon lange nicht mehr, ja? Noch nicht so. Weihnachtsfeier ist schon angesetzt. Rudelbumsen also. Ja, vielleicht nicht schlecht, dann fühlen sich alle wieder gewollt. Saufabend. Scheiße, also. Hey, warte, ich sag Italiener. Ich hab euch doch lieb.
in den Schoß kotzen. bist du ein Schwein. Jetzt spielen wir noch weniger mit dir zusammen. Donnerstag, da wo ich schon so voll ist, gehen wir noch italienisch. Das ist mein Geburtstag. Da möchte ich italienisch essen gehen mit euch. Wie, mir bringt keiner ein Geschenk mit. Oder lädt mich auf was ein. Du, er hat sich im Training verletzt, leichte Gehirnerschütterung. Ach, der hat ein Gehirn? Unsere Spieler haben Gehirne. Ja. Oh, toll. Supi. Oh, der Nächste. Zanetti belauscht wie Potz eine Bemerkung über sein Alter macht. Seine Zeit ist eindeutig vorbei und ist auch nicht mehr der Jüngste. Wer weiß, wie lange der Opa überhaupt noch spielen kann. Zanetti sagt zum Kollegen daraufhin unter vier Augen, was er von ihm hält. Du bist ein Arschloch! Du hast doch recht. Wie lange mache ich es echt nicht mehr? Kannst du mal die Rollstuhl nach vorne holen, danke. Ich komme da nicht mehr hin. Boah, was geht denn ab? Gibt's mal positive Ereignisse auch diesmal? Christine, die neue Freundin von Juxa. Christine Juxa verlangt diesen alles ab. Ist das aber auf dem Platz zurzeit ein wenig müde und verliert 2 Konditions- und 5 frische Punkte. Na, sehr was, da knatscht's aber ganz schön im Gefälk. Nationaler Pokal. Portsmouth Fleetwood 3-0. Jetzt spielen wir gegen, ja, West Ham, ey. Soll die Ficke. Das ist unser Lieblingsgegner, glaube ich, ey. Ja. West Ham mal wieder. Die nehmen sich immer die ganzen Miesplatzierten raus. Ah, das wird ein Spaß. Ja, schaff mal. Ja, schaff mal. Die hauen mal weg. Naja, gucken wir mal. Premier League gegen Premier League sind einige dabei. Premier League gegen Regionalliga eigentlich auch. Viele dabei. Southampton, Everton, Stoke, West Ham, Swansea, Newcastle. Suchen sich alle die leichten Ziele. Zweiter, dritte, vierte, zweite, vierte, vierte. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir ein bisschen Siegprämie verteilen. Ich weiß nicht, ob es wirklich FL Cup auch so ist, wenn so viel erste Liga gegen erste Liga in der ersten Runde, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das ging ja wieder schnell. Das war genau zur richtigen Zeit. Die magische Pizza hat's ausgemacht. Das Essen beim Italiener war immer sehr lecker. Außerdem vertragen sich Pozzo und Zanetti wieder. Na, Opi, schmeckt's denn? Sollte helfen, komm, ich wische noch den Mund ab. Oh, musst du röpsen? Nein, hast du Feuerchen gemacht? Friesen tut das Lob sehr gut. Oh. Dann haben wir die halbe Stunde noch super herumbekommen. Radoya ist wieder fit. Seine Gehirnerschütterung wieder verklungen. Wer ist ein LV eigentlich? Pinter? Ah, Potz wahrscheinlich. Gesperrt. Ja, toll. LV haben wir keiner, ne? Haben wir der Jugend wen? Entweder lassen wir ihn spielen, der annähernd. Wäre natürlich auch, Entschuldigung, wäre auch geil, da wen mal raufzubringen. Ja. Geht's jetzt gegen West Ham? Nee, Leighton. In der Liga. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum dieses Pokalspiel da so nicht gezeigt wurde. Stimmt, ja. Dass wir 3-0 das gewonnen haben irgendwie und... Oder war das irgendein anderer Zeitpunkt und das war jetzt nur, dass wir jetzt schon gespielt hatten und... Wie bei... Die Pokalauslosung oder sowas. Also ich blick bei den ganzen Pokalspielen nicht so wirklich durch. Liga ist logisch, weißt du, der erste Spieltag, zweiter, dritter, aber da kommt der Pokal. 10.000 Pokale und dann einmal Hin- und Rückspiel, einmal nur das Hinspiel und einmal nur das Rückspiel. Einmal gar nicht. Es ist echt seltsam. Einmal fährt man hin und kann wieder zurückfahren, weil nichts passiert.
Grüner, da hätte ich auch mit meiner Christine bumsen können. Stellen Sie sich vor, es ist Pokal und keiner fährt hin. Rechter Verteidiger, rechtes Mittelfeld. Ah, wir haben. Italiener essen. Drei Nebenpositionen gibt es ja, glaube ich, nicht. Das ist zwei das Maximum. Okay. Aber trotzdem, vielleicht, dass irgendwie. Wen haben wir noch? Linkes Mittelfeld? Ertl 5,9. Nicht das schlechteste, denke ich. Aber linkes Mittelfeld, wen haben wir da noch? Cavallo 5,4. Linkes Bartschum. Mittelfeld? Kann Bartschum denn vielleicht auf der Position? Bartschum kann im Sturm spielen. Ich glaube nicht, dass der so geil da ist. Ah, oh, okay. Na gut. Aber zumindest linke Seite. Ist halt nicht. Aber. Entschuldigung. Ja, dann während Max den Folge nach dem Live noch so richtig schön kleinen Rübsel abgelassen hat. Rübsel. Rübsel. Ja, genau. Das machen wir. Ich werde auch Bennett wieder spielen lassen mal. Gemeinsam mit Alps, der so on fire ist. On fire! I wanna see this on da! So. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Nicht wahr? Die sind gar nicht so. Chef, die sind gar nicht so schlecht. Na gut, wir haben jetzt aber auch ein paar Positionen. Ja, okay. Na, mal gucken, was da rauskommt. Hab's sonst überlegt, dass wir den Mix vielleicht auch eine Chance geben. Mix. Mix. Im Jugendkader testen oder gleich einen Profivertrag geben mit einem riesigen Talent. Kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja. Stärke 4 schon. Wenn er seine Einsätze bekommt bis zum Saisonende vielleicht noch. Genau. Genau. Dann wird er neben Bartschem vielleicht zur Zeit dann den Mixi. Sollte. Bei deinen Auf- und Abwertungen ist er dann vielleicht dabei. Ich meine, im Jugend wäre halt auch noch eine Möglichkeit, sich zu verbessern, aber das haben wir jetzt eh lang genug eigentlich gelassen. Mhm. Und jetzt vielleicht wirklich nochmal im letzten Monat 3 Einsätze und dann steht da ab der Aufwertung nichts im Wege. Dann geht ab. In der Rakete! Ja, das können wir machen. In der nächsten Folge. Ich hab zwar schon gespeichert, aber ich speichere noch einmal. Weil es so viel Spaß macht. Grüße an den Fuxi. Sagt der Weißler immer. Der speichert ja auch immer 3-mal. Jetzt speichere ich auch 3-mal. Du musst aber noch einmal. Ja, speichern wir noch mal so. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Die Gäste gehen hier zum Angriff über. Ja, das mit dem Angriff ist ein gutes Stichwort, Günther. Wir haben eine Wespe in der Kabine. Sie fliegt herum, sie will uns stechen. Sie kommt immer näher. Geh weg, du blödes Viech. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier kommentieren für die Leute im Fernsehen. Aua! Sie sitzt auf meiner Nase. Günther, so tu doch was so. Helf mir doch, sitz da nicht so dumm herum. Aua, was schlägst du mich? Bist du wahnsinnig, du? Du sollst mich beschützen, du sollst mich hier nicht ohrfeigen. Ich ohrfeig dich zurück. Komm her, du! Ja, Günther, hab ich dich jetzt vielleicht irgendwie getroffen? Das wollte ich nicht. Ich wollte dich doch eigentlich nur... Ja, ich wollte mich rächen an dir, weil du mich geschlagen hattest. Günther, so wach doch auf. Er schläft oder er ist irgendwie weggetreten. Ich muss Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Ja, warte gerade. Ich muss zu der Pressekonferenz. Ja, ich weiß, dass das ein bisschen ist, aber ich muss ja, das trotzdem immer hin. Das ist halt so. Ja, könnt ihr mal besser warte, ich geh da gerade rein, dann komm ich. Steh, alles von dir. Tag, die Herren. Wo seid ihr denn? Oh. Ja, das kann ich ja nicht wissen. Dass ihr... Ja, dann machen wir die Konferenz, können wir später noch machen, Jungs. Das ist gar kein Problem. Ich lasse euch dann mal noch ein bisschen in Ruhe. Ne? Tschüss.